effektiv. Als we met dat eens gaan spreken, dat het zo'n grote consultatie ging, hoe dat in het kader van dit actieplan, dat voor Lutzburg dus een probleem dat er zoveel betroffen leid zich gemeld hebben, voor met te melden, mee wie de Sascha nu schon opgeschwaard werd, gaven het een grote knakpunt. Das ist so, dass Verhandlungen mit den Ministerien nicht immer, nach lange nicht immer auf Ehrenrecht gelaufen sind. Wir als betroffene Leute wären natürlich froh über die Initiative. Wir haben ganz viel Input in wir haben uns mobilisiert. Es gibt da vier Erbestage zu Römisch, Samstags während des nächsten Jahres, wo, wie gesagt, an den verschiedenen Erbestruppen geschafft gauf an Vierschlei an der Breit gauf und so. Aber das hat mir extrem traurig fanden, dass das die Partnerministerien im DFU, Transport, Education, Gesundheit, Sécurité Sociale und so weiter, dass die bei denen Treffen Samstags nie dabei wären. Dass das in echtem wichtigen Knackpunkt. Aber wenn sie dann mit Nervengruppen geschwärzt tun, dann wäre zu einem Zeitpunkt, wie wir viele Leute mit einer Behinderung die Chance haben, auf den Erbesmarkt, um Erbesmarkt Häuser auf den Boden zu kriegen, wäre das extrem schwer, weil die Erbestreffen meistens während 4 Stunden stattfinden. Das heißt, da konnten dann DAX immer noch die sogenannten professionellen Leute dahin wohnen, eben die für Institutionen schaffen, eben wie eine Fondation Kreuzberg für ein Tricentenaire, für ein Landesregium oder für Info-Handicap oder sonst Organisationen, die sich 4 Leute mit einer Behinderung ansetzen. Wir legen aber ganz viel Wert darauf, dass eben mehr betroffene Leute selber das Wort ergreifen und Propositionen anbringen. Und an dem Sinn also auch als Pressekonferenz genau genommen zu interpretieren. Wir haben eine Position zu dem Aktionsplan an, wie gesagt, als die ganz ganz mitigiert, wenn ich das so will. Unser Bericht den konzentriert sich dann noch hauptsächlich auf Kapitel 9, Autonomie und Inklusion. Das war die Erbestruppe, wo ganz viele Mitglieder und Sympathisanten von den Mandeis dran waren. Und das ist auch so, dass wir denken, dass Autonomie und Inklusion eigentlich den Terz von diesem Aktionsplan an dem Haupt der ganzen UN-Konvention sind. Wenn in die UN-Konvention wird umsetzen, da geht es nicht ohne Autonomie und Inklusion. Das sind wichtige Ziele. Und an dem Sinne haben wir auch zwei ganz, ganz wichtige Forderungen aufgestellt. Das könnt ihr an den Herausforderungen zum Teil so lesen, dass er an den Maßnahmen absolut nicht aufgetaucht. An die Forderungen hätten sich zum Ziel gehabt, wirklich nachhaltig das Leben von Leuten mit einer Behinderung heutzutage zu verändern, zum Positiven zu verändern. Voilà, die echt ganz wichtige Forderung, die wir gestellt hatten, als Erbesgruppe Nenger, noch nicht mehr mal da ist, steht oder handelt, als die von einem Behinderten Beauftragten auf nationaler Ebene. Das nämlich so, dass wenn man viele Ideen hat, an sie zwar vielleicht an ein paar Bayern schreibt, dann noch vielleicht gesetzlich, und dass aber kein nur den das kann kontrollieren, an den irgendwie Kontakt mit einer Assoziation hat, an die sagt, kritisch umgeht mit dem nötigen
Rückgang mit dem nötigen Engagement, den er noch braucht, für die Ziele wirklich umzusetzen, dann geht das nicht. Ich gebe hier ein Beispiel. Ich war an einem Gebäude, wo der Lift zwar ganz an der Reihe ist, wo die Knäppchen auf der richtigen Höhe sind, aber der Lift geht mit einem Kartenleser. Und der Kartenleser ist per rapport zur Accessibilitätsnorm 20 cm wie hoch. Zu hoch. Und das Problem ist, wenn er nachfragt, dann ist irgendwie kein verantwortlich. Und es gibt für Leute mit einer Behinderung, die vier und ein Problem stehen, eine Wand, die fehlt, oder ein Lift, den nicht da ist, oder unzugänglichen Informationen und so weiter und so weiter. Und so viel gibt es nichts mehr Schlimmes, nichts Schlimmeres, wie dass kein zuständig ist, den und den er sich kann wenden, an den eventuell das Problem kann, irgendwie versichern zu beheben oder einen Dialog aufwand umzufangen. Und dafür haben wir effektiv die Lesung vorgeschlagen von einem behinderten Beauftragten hier am Land, gibt es dann auch schon hier in der Stadt Lützeburg, das Madame Madeleine Kaiser, die die Rolle überholt wird. Das allerdings auch so, dass das nicht mehr geht, wenn die Hierarchie mit den Sachen d'accord ist. Das heißt, hier dem Staatsminister zustimmen, für so einen behinderten Beauftragten an der Regierung zu schaffen. Und den wollen wir manifestement nicht da. Wir guten, wir sind lange breit, wo man froh gestaltet wird, vom Familienminister, was im Reichsland auch noch gingen feststellen, und was das dann so bringen soll. Bis man dann dort beim allerletzten Treffen gesucht kriegt, dass der Böllebude da ist, weil es ja genug Strukturen und Gremien gibt, die das alles können überholen. Wir fanden, wie gesagt, dass es eine effiziente Koordination braucht, für die Rechte von Leuten mit einer Behinderung können umzusetzen. Dafür ein Dialog zwischen repräsentativen Organisationen an den zuständigen Verwaltungen, Servicen und was auch immer herzustellen. Hier in der Stadt Lützburg klappt das effektiv ganz gut. Da gibt es alle Jahre eine Versammlung, wo die Assoziationen von betroffenen Leuten invitiert werden. Da gibt es auch demnächst einen Behindertenbeirat, in Conseil von betroffenen Anwohnern von der Stadt, die können da ihre Meinungen vierdrohen. An Deutschland funktioniert das auch ganz gut. Und wir bedauern eben zu Dave, dass das an diesem Aktionsplan nicht umgesetzt wird. Bei unserem zweiten wichtigen Punkt ist, den uns auch ganz viel Mut leidet, dass das den von einer persönlichen Assistenz. Da kann ich natürlich sagen, hier zu Lützburg gibt schon ganz viele Sachen an, zum Teil auch ganz gut Sachen oder Sachen, die technisch an von der Qualität her auf ganz hohem Niveau funktionieren. Es gibt eine Pflegeversicherung, es gibt Transport für Leute mit einer Behinderung, es gibt diverse Service. Das Problem ist, die Service sind leider viel zu viel versplickt an die Service erlauben auch und sich keine richtige Flexibilität an. Das führt dazu, dass Leute mit einer Behinderung irgendwie aber kein selbstbestimmtes Leben können feiern, weil Autonomie definieren wir auch so. Autonomie, da leben wir ganz fest und dass Selbstbestimmung ein Hauptelement davon ist, wenn man von
Gleichberechtigung schwätzen, dann heißt das eben nicht nur Gleichbehandlung, dass wir Empfänger sind, die irgendetwas zu gut tun oder nicht zu gut tun. Aber dann wollen wir tatsächlich auch als können ausbilden, fortbilden, schaffen gehen, eine Freizeitgestaltung tun, wie all die anderen Leute auch. An diesem Sinn als persönliche Assistenz eben ein wesentlicher Knackpunkt. Ich kurz eine Erklärung zu geben, persönliche Assistenz als eben, wie der Name schon sieht, eine Hilfestellung, die von der behinderten Person selber, größtenteils selber, eben organisiert kann gehen. Wir haben das proposiert, weil es auch hier ein ganz positives Beispiel gibt, sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich, aber auch in den skandinavischen Ländern, wo durchaus Leute mit ganz schweren Behinderungen auch wird leben können, ganz normal, entre guillemets, feiern, die durchaus fernspringen, bis auf die Uni zu kommen, an die dann auch dementsprechend Berufe mit einer Responsabilität ausüben. Aber das wird unterschiedlich eben das im Rapport zu anderen Leuten zu kriegen, die Unterstützung von Assistenzpersonen, diese jene Disponibilität, jene Hilfe, die sie brauchen, können und müssen organisieren. Es gibt halt zum Beispiel zu Träger ein Richterin mit Multiple Sklerose, die bis zu 10 Assistenten hat an ihrem Tag, an ihrem Tagesauflauf. Das ist sowohl auf der Arbeit, wie auch im Privatbereich, wie Freizeit, wie medizinisch besoin, weil da muss natürlich immer eine spezielle Qualität an der Sicherheit aufgepasst werden. Das eben da, wo wir eben immens enttäuscht sind, weil wir unseren schlimmen Kontakt hatten mit Personen von der Cellule d'Evaluation et d'Orientation, von der Pflegeversicherung, aber nicht wirklich mit Personen, die eine Entscheidungsgewalt hätten, die auch etwas hätten können übergreifen. Verwaltungsübergreifend hätte können verändern. Und das ist natürlich klar, dass wir, wie gesagt, ganz enttäuscht sind darüber, dass persönliche Assistenz neben als sozusagen als Arbeits- oder Beschäftigungsmaßnahmen so Gemengeniveau festgehalten wird, dass das die Maßnahmen 4 am Kapitel 9, wo wir das von einer Maßnahme, die mit der Gemenge so durchgeführt wird, für eine kleine Tasche. Bon, das ist immerhin das, aber das verändert nach lange nicht das Leben von Leuten mit einer Behinderung. Wie gesagt, wir haben als da schon mehr. Mehr ein tiefgreifender, mehr ein weitgehender Ansatz von der Regierung erwähnt.